Willkommen zu einem Freundschaftsspiel, auf das sich alle freuen. Die Zuschauer sind begeistert dabei, um schon vor der Saison zu überprüfen. Ja, wie sind sie denn drauf, die beiden Mannschaften? Absolut, Tom. Ja, das werden sie heute tun. Sie werden überprüfen, was sie schon leisten können. Und die Fans sind natürlich hungrig, hungrig auf Fußball. Sie mussten lange auf ihre Lieblinge verzichten und freuen sich jetzt umso mehr darauf, all die Stars zu sehen. Und die Zeit für Experimente ist ab sofort vorbei. Super Zuspiel, das hat er gut eingeschätzt. Und jetzt sucht er nach einer günstigen Anspielstation. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Ja, Tom, so kennt man ihn. Das Ding hätte auch reingehen können. Das war ein großartiger Kopfball. Jetzt Rooney. Klasse, wie er den spielt. Und mit dem Sprint verschafft er sich die nötigen Räume. Schöner Kopfball. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, klasse. Cristiano Ronaldo. Ja, und jetzt fordert er den Pass. Wird der Mitspieler ihn sehen? Heinze. Carrick. Goals. Rooney, da zieht er ab. Weltklasse von Schussmann. Und es ist immer wieder dasselbe im Fußball. Du musst dich konzentrieren. Und hier hat die Konzentration im Abschluss gefehlt. Ja, so bringt er den Ball wieder ins Spiel. Super Kopfball. Schön, Rooney. Ja, gute Abwehrleistung. Einfach weg mit dem Ball. Und Cristiano Ronaldo. Rooney. Das, liebe Zuschauer, war ein ganz, ganz wichtiger Ballgewinn. Raus mit dem Ball. Nur raus aus dem Strafraum. Giggs. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Reina. Oh, das sah schon gut aus, der Kopfball. Zaha. Ja, und so bringt er sich in eine gute Position. Cristiano Ronaldo. Genau auf den Keeper. So, jetzt haben sie einen Eckball rausgeholt. Mal schauen, ob sie was draus machen können. Oh, da hat er Glück gehabt, dass er sich den Ball so gerade eben noch angelt. Oh, da hat er schon die Portion Glück gebraucht, damit der Ball nach diesem Zuspiel einen Mitspieler findet. Und der Ball ist über der Linie, also Einwurf. Ryan Giggs. Carrick. Und er fordert den Ball. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Oh, das sieht gut aus. Da könnte sich was draus entwickeln. So, der ist drin. Und der Gastgeber hat das erste Tor erzielt. Da hält es natürlich kein mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Ja, das war ein klasse Tor. So kennen wir das von ihm aus vielen anderen Spielen auch. Treffer, das 1:0. Dabo. Reina. Er startet durch. Thatcher. Und wie genau flankt er? Ja, super, wie er den Ball da mit dem Kopf verarbeitet. Jetzt werfen sie alles nach vorne. Und das war gar nicht so übel gemacht, aber letzten Endes fehlte dann doch ein bisschen zum Tor. Ach, Tom, das ist noch verbesserungswürdig. Ja, Cristiano Ronaldo. Gehalten.
So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Ja, aber mit dem Eckball kann er den Torhüter nun beim besten Willen nicht in Verlegenheit bringen. Ganz weiter Ball vom Keeper. Gary Neville. Scholes. Rooney. Ja, da muss er erstmal durchkommen. Klappt nicht. So nah am eigenen Tor den Ball verloren, mein lieber Mann. Achtung, das könnte was werden. Na klar, das war jetzt kein Torerfolg, aber das sah schon gut aus. Und der sorgt da hinten für Unruhe beim Gegner. Auch wenn diese Aktion nicht vom Erfolg gekrönt war, Tom, trotzdem Kompliment für den Angreifer, der immer wieder den Weg sucht zum Tor. Das war ein großartiger Kopfball. Rooney. Und jetzt muss er den Ball in den Raum spielen. Der Pass mit vollem Risiko, aber es ist gut. Und er geht rein. Und das ist natürlich genau das, was ein Stürmer braucht. Das richtige Gefühl, im richtigen Moment zu starten, den Ball zu kontrollieren und dann so abzuschließen. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Cristiano Ronaldo. Zaha. Zaha. Gute Aktion, er hat es versucht. Klasse. Schöner Kopfball. Und er läuft sich frei. Präzise gespielt. Und jetzt ist der Ball eigentlich schon so gut wie drin. Gary Neville. Ferdinand. Und Cristiano Ronaldo. Ja, da hat er gut aufgepasst. Corradi. Schöner Pass. Ferdinand. Also kannst du in keinen Zweikampf gehen. Das ist einfach schwach. Das ist zögerlich. Wayne Rooney. Ja, und er weiß natürlich, er kann den Ball nur bekommen, wenn er genügend Raum hat. Er flankt den Ball nach innen. Super Kopfball. So, nach der Aktion können sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Zaha. Ja, schnell reagiert und in den freien Raum gestartet. Oh, das sah schon gut aus, der Kopfball. Nee, nee, keine Unterbrechung, sagt der Schiedsrichter. So, und jetzt machen sie das Spiel auf, ziehen die Partie in die Breite. Ja, und das muss Einwurf geben, den gibt es auch und die Position ist nicht so schlecht. Das ist Giggs. Und das ist die Möglichkeit zur Flanke. Rooney. Und er holt sich den Ball zurück. Heinze. Dabo. Gary Neville. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Zaha.
Ja, da steht er unter Druck bei diesem Zweikampf, aber er setzt sich durch. Tja, wie soll man diesen Abwehrriegel aus den Angeln heben? Keine Chance. Corradi. Ja, das ist das Ergebnis, wenn du als Abwehrspieler gut stehst. Achtung, er verliert den Ball. Ja, super, wie er den Ball da mit dem Kopf verarbeitet. Tja, und das läuft eigentlich wie häufig im Fußball. Angriff ist die beste Verteidigung. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und dann die Fingerspitzen noch an den Ball. Ja, Tom, also ich glaube, das ist ein klares Ergebnis zur Pause. Wenn sie so weiterspielen, dann wird gar nichts mehr anbrennen im zweiten Durchgang. So, wir hoffen natürlich, dass die zweite Halbzeit ähnlich attraktiv werden wird wie die ersten 45 Minuten. Gabo. Achtung, genau hingeschaut, das ist eine Chance. Da hätte der Schiedsrichter vielleicht auch... Ja, Tor, Tor! Der ist drin! Nach dem ersten Gegentor wird sich der Torhüter jetzt wieder ein wenig mehr konzentrieren müssen. So, und nach diesem Anschlusstor, da merken die Spieler natürlich auch, hier geht noch was, hier ist noch was drin. Spiel ohne Ball, das ist wichtig. Carrick. So, und jetzt müssen sie sich hinten voll konzentrieren. Rooney, diszipliniertes Abwehrverhalten. Ja, Cristiano Ronaldo. Und jetzt sucht er nach einer günstigen Anspielstation. Und nur raus damit, raus! Ferdinand. Tolle Körpertäuschung. Reiner. Flanke. Wie verhalten sich jetzt die Stürmer im Strafraum? Das war ein großartiger Kopfball. Und der geht ja meterweit am Tor vorbei. Ach, diesen Schussversuch sollten wir möglichst schnell zu den Akten legen. Schwache Aktion. Ja, und wenn sie hier noch den Ausgleich erzielen wollen, dann dürfen sie so leichtfertig nicht mit ihren Chancen umgehen. Die Flanke kommt in die Mitte. Schöner Kopfball. Und dann wird die Situation gut eingeschätzt. Er flankt in den Strafraum. Der Ball segelt. Und jetzt geht hier im Stadion die Post ab. Was für ein Tor. Das war einer der Höhepunkte in dieser Begegnung. Sehr schön gespielt. Gute Laufarbeit. Erstklassig gemacht. Also vor dem Mann ziehe ich meinen Hut. Der hat nie aufgesteckt, der hat es immer wieder versucht und jetzt hat er endlich getroffen. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. 2:2. Und mit dem Sprint verschafft er sich die nötigen Räume. Schön, Rooney. So, daraus könnte was werden. Klasse Trick, den haben wir noch gar nicht so oft gesehen. Corradi. Reiner. Ja, auf den Mann ist Verlass. Und Cristiano Ronaldo.
Situation, sie bekommen einen Einwurf zugesprochen. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Flanke. Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Und der Mann, der da vorne steht, der hat jetzt auch Anspielstation. Und das war schon klasse, wie der Torhüter das macht. Einwurf. Jetzt Rooney. Ja, und jetzt fordert er den Pass. Wird der Mitspieler ihn sehen? Und was für ein Tor! Also, wenn dieser Mann zwei Tore schießen kann, warum nicht noch ein drittes? Vielleicht gelingt ihm ja der Hattrick. Okay, das ist eine knappe Führung, aber jetzt ist erstmal gute Abwehrarbeit gefordert. Und in dieser Partie ist wirklich noch alles drin. Reyna. Dunn. Dabo. Super Kopfball. Rooney. Ja, das hat er gut eingeschätzt. Corradi. Ja, wie der da dazwischen geht, so macht man das. Jetzt können wir mal durchatmen. Einwurf. Klasse Kopfball. Und jetzt bloß weg mit dem Ding. Weg! Dix. Ja, und so bringt er sich in eine gute Position. Ja, gut zurückgekommen. Und jetzt ist die Abwehr gefordert. Oh, das sah schon gut aus, der Kopfball. Zaha. Und er fordert den Ball. Cristiano Ronaldo. Das ist super Abwehrarbeit. Ja, raus mit dem Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Also, dass der Ball ankommen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Super, wie er den Ball da mit dem Kopf verarbeitet. Zaha, das ist einfach super, wie die da hinten drin stehen. Taktisch ganz diszipliniert. Das war ein großartiger Kopfball. Dann Carrick. Durch. Und Cristiano Ronaldo. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden. Reyna. Jetzt müsste er in die Mitte flanken. Und sie werden immer offensiver. Tolle Flanke. Schöner Kopfball. Ja, geht's. Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Super Kopfball. Achtung, Vorsicht. Carrick. Rooney. Und jetzt muss er den Ball in den Raum spielen. Und jetzt werden wir beide zurecht gelobt, Sebastian, oder?
Der Stürmer mit dem Anschluss und der Torhüter ist mit der Parade zur Stelle. Corradi. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Das war doch viel zu leichtsinnig. So kann man den Ball nicht abschirmen. Da muss er sich schon was anderes einfallen lassen. Oh, das sah schon gut aus, der Kopfball. Rainer. Und jetzt kommt er mit dem Kopf an den Ball. Ja, getroffen hat er den Ball richtig, aber der war schlecht getimt. So bringt man Torwart nicht in Verlegenheit. Die Zuschauer gehen zufrieden nach Hause. 5 Tore sieht man nicht häufig. 3:2 der Endstand. Das ist ja unglaublich, wie viele Torchancen sich die Stürmer heute erspielt haben. Und was noch viel wichtiger ist, sie haben auch getroffen. So, vielen Dank, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Stück gute Unterhaltung, wie wir beide meinen. Wir beide, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.